Hallihallo, der Marc von PC Studio ist hier und bei mir ist die Sarah. Grüß dich, Sarah. So, wir stehen wieder in der Conch. Ja. Auf der linken oder rechten Seite? Ja. Rechts, gut. Und du warst schon bei uns? Ja. Für mal die Helix. Genau. Wann war das ungefähr? Ich glaube, das war im Monat. Okay, haben wir ein Video gemacht? Nein, letztes Mal noch nicht. Oh, na schau. Aber diesmal. Und wie ist es dir ergangen mit der Heilung? Ja, das ist ja auch gut. Also. Gut, schön. Also keine Probleme. Willst du das in der Kotspiercing mit Lippenstein oder ohne Lippenstein? Nein. Nee. Nase natürlich immer frisch, das weißt du eh. Dann, von jeder Kotsch nehme ich gerne etwas größere Kugeln. Also ich persönlich, ich kann es dir auch gerne geben. Ich zeige dir mal einen Spiegel. Ein Spiegel, in Natur, was ich sage. Schau, das ist eine 4 mm mit weißem Stein. Die nehme ich persönlich sehr gerne bei der Kotsch. Weil die Oma schon ein bisschen ausfüllt und dann einfach nur ganz cool mitmacht. Machen wir das so? Gut. Kannst du mir die Haare kurz ein bisschen in das Ohr, oder passt ein Haargummi da? Soll ich die Maske runter machen? Wie du es dir lieber ist. Fühlst du dich wohl oder ohne? Ja. Machst du runter, dann setz ich meine Brille auf. Kein Problem. So. Und wenn du ein Haargummi hast, wenn du möchtest, oder? Es hilft, sag ich mal, ein bisschen, wenn die Haare weg sind. Ja. So. Gut, dann haben wir das kurz jetzt. Haarefärben weißt du, 6 Wochen ist jetzt verboten, ja. Ne? Ganz wichtig, weil Haarfarbe und Piercings ist ganz schlecht. Ja. So, dann lege ich mal kurz die Hand an. Vorbereiten. Wie alt bist du? 19 Jahre alt. Ich hab dich immer geschnitten. Ja, schon. Ich bin immer. Ist ja gut, freu dich. Hier gibt es ja ein bisschen. Das wird noch ein bisschen zu lang. Ja. Wenn es jetzt 4 Wochen alt ist, würde ich es noch nicht wechseln. Ja? 6 Wochen sind wir wirklich warten. Das ist gescheiter. Gut. Willst du später Ringe tragen, oder? Ja. Gut, dann würde ich dir so den äußeren reinstechen, dass wir eben hier schon nur rumlaufen. Ich zeige es dir auch im Spiegel nochmal. Okay. So. Nehmen wir mal die Hand. Also das ist die Stelle. Mhm. Damit ich hier so drum rum mache, haben wir hier ein schönes Piercing. Ja, perfekt. Machst du es für dich? Gut. Alles klar. Los geht's das Ganze. Dann will ich starten, wenn du keine Fragen mehr vorher hast. Ja, also gehen wir es an. Gut. Wo hast du mehr Angst davor? Von dem oder von der Helix damals? Oder ist es gleich? Nicht so. Generell nicht so Angst vom Piercing. Und was erwartest du dir? Dass es schlimmer ist oder weniger schlimm? Bisschen schlimmer. Bisschen schlimmer? Ja. Glaube ich auch. Aber, also es war schon. Jetzt bist du so motiviert und locker drauf. Ich glaube, das ist nicht so. So tragisch wird für dich. Nein. So, dann bin ich wieder. Ja, war ein bisschen schlimmer als Anti-Helix, aber auch nicht schlimm. Nicht so schlimm, oder? Nein. Das funktioniert auch gar nicht. Ja, die meine Videos regelmäßig verfolgen, wir haben den Stuhl ein bisschen weiter weggestellt. Einfach auf dem Grund, weil ich kein Begleitperson mehr ins Studio darf. Und dann habe ich noch mehr Abstände zwischen den Kunden und mir. Also ist auch einfach noch mal mehr Sicherheit für die Beteiligten hier. Man merkt vielleicht, dass ich auf einmal so weit weg bin von den Leuten. Ja, mega cool, danke. Willst du hier? Hm? Schön, gut. Ja, perfekt, super. Gut, dann können wir uns in der eintrittlichen 2 Wochen treffen und die Helix schon wechseln, wenn du möchtest. Ja. Und in 6 Wochen von heute auf dem Innerconch zu schauen. Beim Innerconch weißt du eh, kommt ein Ring erst rein nach 3 Monaten. Mhm. Was für ein Durchmesser hat der Ring dann? 1,2. Und der Durchmesser, Außendurchmesser müssen wir schauen, ob es bei dir 8, 9 oder 10 ist. Ich gebe auf 9. Okay. Aber das hängt auch immer ein bisschen am Modell, an der Verheilungsphase und wie deine Rolle noch mitspielt. Okay. Dann kriegen wir es auf jeden Fall hin, wenn wir gleich Ringe da. Mhm. Und die Ringe machen wir, wie gesagt, erst in
3 Monaten rein. Also in 6 Wochen würden wir die kürzeren Stöcke reinmachen. Und bis dahin ist schon alles gut. Ich gebe jetzt noch ein bisschen kleiner Gehen und erkläre dir auch das Video nochmal, wie es geht. Obwohl das gerade beim Anti-Helix erfolgreich gemacht hast, wie man sieht. Also erster Schritt ist, Hände waschen und desinfizieren. Wenn die Hände sauber sind, gewaschen und desinfizieren, dann möchte ich bitte Kondolin Spray. Zum desinfizieren der Hände darfst du gerne Max Golden Hands nehmen oder was anderes wissen. Probieren, das war auch sprüht. Zack, riech mal dran rum. Die Leute lieben den Druck eigentlich meistens. Das ist gut. Angenehm, gar nicht so ein stinkiges Ding. Also Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nimmst du bitte Kondolin Spray und Kondolin Gel. Starte erst mit dem Spray. Spray vorne, hinten drauf, wie man die Helix auf. Und die Helix sind jetzt früher noch nicht spüren, oder? Wenn ich ganz verhalte. Mit der Küchenrolle feucht reinigen, die spülst du vorher an. Dann nimmst du Kondolin Gel, du den Kopf auf den Finger wieder, vorne hinten aufdrücken und dann schiebt den Schnecke hin und her. Du wirst den hier leichter schon als bei Helix. Die Helix kommt man sehr schwer hin. In der Quantität ist es wesentlich leichter. Wie gesagt, Haare färben ist 6 Wochen verboten. Haare waschen, duschen und Sport ist ab morgen erlaubt. Und zu lange und sauber darf man schon gehen, bitte 3 Wochen. Gut. Sonst Fragen? Nein. Gut. Dann wünsche ich dir viel Freude damit. Danke fürs Kommen. Ich gebe dir nochmal einen Pflegezettel mit. Oder hast du den noch? Okay. Hast du noch daheim? Ja. Gut. Das dann ist das deins. Super. Hat mich gefreut. Danke fürs Video. Ich hoffe, wir sehen uns wieder mal im Video. Und ja, auch so. Und euch danke fürs Zuschauen. Das war die Sarah für den Inner Couch mit Andy Helix. Ich zeige es einfach mal kurz. Das ist der. Warte, deine Haare sind da davor. Yes, das ist der Close-Up. So sieht das Ganze aus. Perfekt. Also, bleibt gesund. Tschüss, Papa. Tschüss.